mag einfach Aufmerksamkeit. Na, ich relativ offen. Wenn man Bock hat. Sie will knutschen, sie ist heiß drauf. Einfach so, ich würde sie mich einfach küssen. Ja, warum nicht? Peter würde es einfach so rummachen. Zwei männliche Granaten wären auch okay. Rumknutschen oder ein Dreier, die Greta ist dabei. Die Greta scheint einen Fußfetisch zu haben. Die mit den kleinsten Titten. Kleid mit Beule. Ich komme. Nachricht! Hashtag. 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 Ich hoffe, ich bin schlau genug. Hier. Oh, ich hoffe, hier keiner hat einen Fußfetisch. Sind bestimmt auch gut im Bett. Fester. Fester. Es ist echt deep. Das ist schon so besonders. Ich hol mir danach sicher was zum Essen, weil ich habe jetzt schon Hunger. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Love Island auf Teneriffa. Heute werden Komplimente verstreut, es wird entkappelt, es wird übers Knutschen geredet und es wird geweint. Deswegen würde ich sagen, schalten wir den Kleinen in die erste Szene. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Okay, bei mir aber schon. Oh mein Gott. Willkommen bei RTL 2 Royal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heute wird es die erste royale Granatenwahl geben. Livia darf sich einen Jungen krallen. Ich habe wirklich die Nacht nicht schlafen können. Livia kann nicht schlafen und Emilia heult schon in Folge 2. Na super. Natürlich hätte ich auch gern das, was die anderen haben. Und ich kann es halt auch nicht komplett ausblenden oder so. Aber bevor die Emilia ihre Tarnung aktiviert, bekommen die Islander eine... Nachricht! Nachricht! Na, den Ruf, den müssen sie noch üben. Soll ich vorlesen? Mhm. Ja. Nein, natürlich sollst du vorlesen. Welcher Mann passt am besten zu dir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, also meine Qual der Wahl fällt auf Adriano oder Breno. Und wenn man sich nicht wirklich entscheiden kann, dann sagt man einfach... Oh mein Gott. Ja, falls er zuschaut, viele Grüße an Oh mein Gott. Aber die Livia, die Granate, die weiß ganz genau, woher ihr Partner nicht stammen darf. Der ist ja halb Italiener, ne? Aha. Und eigentlich wollte ich keinen Italiener mehr, weil mein Ex ein Italiener ist. Oh. Und ich so mega schlechte Erfahrungen gemacht habe. Boah, ja, Italiener sind immer so 2-Sterne-Erfahrungen, ne? Das ist lieber irgendwie, weiß nicht, Spanien oder so. Das ist bessere Qualität. Dass Livia in gewisser Weise merkt, dass ich mich zu ihr hingezogen fühle. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe gerade absolut gar keine Tendenz. Also mir fällt es richtig, richtig schwer. Das ist halt immer die Frage. Nimmt man das billige Produkt mit schlechter Bewertung oder umgekehrt? Ach, das ist echt schwierig. Sie kamen, um zu flirten und jetzt spielen sie Geschlechtertrennung. Ach ja, noch sind sie schüchtern, die Milchbubis und die Milchbubinen. Nachricht, Leute. Nachricht? Nachricht? Was? Hashtag entweder oder, Hashtag Bauchentscheidung, Hashtag Butter bei die Fische. Hashtag die erste Challenge steht an und Hashtag es wird spannend, denn Hashtag es müssen immer 3 Hashtags sein. Ich bin auf jeden Fall Hype. Yeah. Yeah. Ich bin so ein Hype-Mensch. Yeah. Whoop, whoop. Die Islander kriegen was gesagt und müssen dann entscheiden, entweder oder. Islander. Gibt's dieses Spiel nicht jede Staffel irgendwie? Oder letzte oder vorletzte gab es auf jeden Fall. Entweder Verwöhnungssex oder Blum. Da sind sich alle einig. Okay. Bei der zweiten Frage geben 3 Damen zu, dass sie schon das gleiche Geschlecht geküsst haben. Gleichen Geschlecht küssen? Eine Freundin geküsst? Ja, klar. Mit Zunge und alles? Ja. Und war's geil? Ist das vom Video? Nein. Sie ist überzeugt, ja. Und später in der Folge geht's nochmal ums Knutschen. Mhm. Entweder eine Partnerin mit Humor oder Intelligenz. Ich hoffe, ich bin schlau genug. Um das Formular für Love Island auszufüllen, hat's wohl gereicht. Ohne Intelligenz funktioniert das nicht. Hä? Ja, außer man hat viel Geld. Dann... Arm und schön, reich und hässlich. Ich meine, ist doch klar, was man da nimmt, oder? Ach so. Boah, wobei. Nein. Hey, ich kann mich doch umoperieren lassen. Ja, gut, aber irgendwann ist halt vorbei und da kann man aus dem hässlichsten Gesicht halt auch nichts mehr rausholen. Das Ding ist halt, ich glaube, wenn man schön ist, kann man viel im Leben erreichen, weil man einfach nur schön ist. Das mag sein. Oder es reicht halt auch nur für Love Island. Entweder gemachte oder natürliche Brüste. Greta ist halt echt so überhaupt nicht die schüchterne...
leise, so wie ich sie erwartet habe, dass sie sein wird. Die mit den kleinsten Titten geht hier. Gemachte Brüste, ehrlich gesagt, einfach schöner. Ja gut, ich finde, meistens schauen sie aus wie ein Unfall, aber es gibt halt auch normale Exemplare, ja. Oder 50 Shades of Grey. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ja, das ist zu hart, das bin ich nicht. Die Nicole ist nicht so hart wie die anderen drei Mädels, die hart genug sind, um zu dritt zu baden. Dienstag ist bei uns Badetag. Eine Wanne für drei Mädels. Und die Jungs wie immer nackig unter der Dusche mit dem Po Richtung Kamera. Und geduscht wird höchstens lauwarm. Als nächstes auf der To-Do-Liste die optische Sanierung. Eine Grundsanierung, denn die Fassade muss heute lange und viel aushalten. Ehrensache, dass jede Falte da fachgerecht zubetoniert wird. Falten zubetoniert, Haare verlängert, literweise Duft aufgesprüht. Los bitte los. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir am ersten Abend schon exakt die gleiche Frisur hatten. Genau. Sie haben wohl dieselben Extensions von Wish bestellt, vielleicht? Und wir haben den gleichen Krüppelzeh. Ja, wenn so der zweite Zeh länger ist als der große Zeh. Oh nein, ich habe dasselbe Problem. Ja, hier. Ja. Sieht man das? Mhm. Oh, ich hoffe, hier keiner hat einen Fußfetisch. So, lasst es krachen. Der Sekt ist übrigens ein echter Chateau-Hausmarke. Ja, und nach einer normalen Standard hoch die Hände Love Island Billig Sekt Party. Wird langsam ernst, denn es gibt 5 Damen und 4 Männer und die Granate darf sich einen Mann herausnehmen. Nutze die Zeit, denn schon bald musst du dich entscheiden. Hashtag ran an den Mann. Und sie führt schnell noch diepe Einzelgespräche vor der Entscheidung. Deep. Haben wir so mega die intensiven Gespräche? So intensiv wie zum Beispiel, boah, die Toilette, die ist schon angenehm zum Sitzen, gell? Ja. Ich finde dich auf jeden Fall auch attraktiv und du hast mit Abstand den besten Körper hier von allen. Also wirklich. Haben wir eigentlich überhaupt schon mal geredet? Aber du schaust geil aus. Geht jetzt alle zusammen zur Feuerstelle. Die Granatenentscheidung steht an. Und nach 10 Minuten Gelaber und 15 Minuten Werbepause wählt sie. Und deshalb ist meine Entscheidung für Breno gefallen. Ich dachte, sie will in kein Happy Couple reingrätschen, aber gut. Ich bin eine Frau und jede Frau hört einfach gerne Komplimente. Bitte sag mir, wie hübsch ich bin. Ich freue mich echt super über die Entscheidung. Ich glaube, das ist einfach auch das Richtige. Ich habe eigentlich gedacht, er ist schon mit der Bibi glücklich, aber wenn es ihm passt, okay. Ich habe jetzt kein Couple mehr. Ich schlafe jetzt alleine und ich bin, ja. Ja, sie ist gefährdet, rauszufliegen ohne einen Typen. Oh, wow. Ein Stündchen Zweisamkeit mit ganz vielen Kerzen. Könnte man neue Couples nicht gleich in die Private Suite schicken, um sich ein bisschen besser kennenzulernen? Naja, also Stripper können sich ja bewegen und sind bestimmt auch gut im Bett. Ich meine, dann hätte sie das gleich ausprobieren können. Weil gewöhnlich kann jeder. Ja. Oder? Also wir sind nicht gewöhnlich. Nö. Und definitiv nicht. Gar nicht gewöhnlich, nur wie jeder Insta-Influencer jetzt im TV. Ja, das mag ich an dir. Guck mal, mit dir kann ich lachen. Das ist immer so das beste Argument, wenn man keins mehr hat. Mit dir kann ich lachen, mit den anderen nicht, obwohl du mit den anderen genauso lacht. Also bei Adriano, wir haben nicht einmal gelacht. Ja, das ist schade. Ja, das ist schade. Oh, du, das juckt mich aber gar nicht, okay? Ich würde mir wünschen, dass Adriano mehr Gas gibt bei den Komplimenten für die Frauen. Folge 2 und die Frauen angeln in dieser Staffel irgendwie nur nach Komplimenten. Komplimente, Komplimente. Also einfach, was für einen krassen Body du hast. Ne? Ich hab dir eben schon gesagt, dass du einfach den besten Körper hier hast. Danke. Danke. Jetzt hat sie endlich, was sie will. Komplimente. Du bist einfach eine Granate, also muss man einfach so sagen. Das ist einfach so. Wieso eigentlich eine Granate? Die knallt einmal und dann ist sie weg. Super. Ich finde es bei Breno total schön, da er mir einfach sehr viele Komplimente macht. Egal, ob sie ernst gemeint sind oder nicht, Hauptsache Komplimente. Brrr. Ich mag einfach Aufmerksamkeit. Ja, dann ist Livia bei Breno genau richtig. Und der Adriano, der gibt jetzt der neuen Single Lady auch Komplimente. Tatsächlich, dass du mir auch gefällst. Jackpot. Komplimente, Jackpot. Es war auch wirklich so, als ich reingekommen, dass du mir direkt ins Auge gestochen bist. Da! Das sagen sie im Nachhinein auch immer, ja, ich habe dich schon immer gemocht. Bei dir ist es schon so, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, zu sagen, dass du echt krasse Augen hast.
Ja gut, jetzt regnet es aber auch Komplimente wie hohle Menschen bei RTL. No bad vibes, keine Ahnung, no worries. Ja. Full circle moment, bisschen spooky. Nachdem no bad vibes, full circle in the moment, good good, bricht schon der zweite Tag an. Ich stehe natürlich immer noch auf breit gebaute, sportliche Männer. Davon gibt es zurzeit ja einen zu wenig, aber es wird sicher noch eine Granate folgen. Eine Massage bitte. Boah, kann ich nicht. Kann er echt nicht. Fester, fester, fester drücken. Weißt du wie? Nein, ich weiß nicht wie. Nein, er weiß es noch nicht, wie er Nicole befriedigen kann. Bei Dennis und Nicole läuft so gut, dass sie schon fester, fester ruft. Ja, aber die zwei sind ja auch schon seit Tag 1 zusammen. Seit vorgestern. Glückwunsch, länger als eine Kindergartenbeziehung. Also, ich find's echt so, wie es jetzt ist, perfekt. Ja. Ach, seit Tag 1, alles perfekt, so toll. Ich fühle mich jetzt auch nicht bei jeder wohl, weißt du? Ich könnte jetzt nicht einfach so schnipsen. Er war ja auch bis jetzt bei keiner anderen, außer bei der Nicole. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon so besonders, so was ich jetzt mit dir hier schon so erlebt habe. Boah, es ist echt deep. Wir haben bisher eine Party erlebt, es ist so besonders. Alles perfekt, alles gut? Ich finde jetzt so ein Küssen auch nicht so heilig, ehrlich gesagt. Nee, ich bin eigentlich relativ offen, wenn man Bock hat. Finn, sie sagt dir doch eigentlich gerade, dass sie empfänglich ist. Also pack sie und küss sie endlich. Deswegen, sie würde halt nicht einfach sofort irgendein Mädchen küssen. Echt? Nee, würde ich nicht machen. Okay. Du schon? Finn, sie will knutschen. Sie ist heiß drauf. Mach das jetzt. Einfach so, ich würde sie mich einfach küssen. Ja, warum nicht? Okay. Greta wird das einfach so rummachen, aber er fühlt sich irgendwie, weiß nicht, veräppelt oder so. Er kann es nicht so glauben. Also was spricht denn dagegen? Würdest du Breno küssen? Nee, also so close bin ich mit dem jetzt nicht. Na, mit dem Breno ist sie nicht ganz so close, aber mit dem Dennis, mit dem ist sie auch nicht so close, aber... Dennis. Hätte ich voll Interesse. Der Finn ist irgendwie so verwirrt wie vor seinem ersten Kuss. Er weiß nicht wirklich, was er denken soll, kommt mir vor. Das ist Spaß, okay? Ja, ja. Im nächsten Spiel heißt es aber Girls gegen Boys. Ja, zwei wären auch okay, zwei männliche Granaten wären auch okay. Rumknutschen oder ein Dreier, die Greta ist dabei. Sie ist sowas von gar nicht schüchtern. Ziehe einen Socken mit deinen Zähnen aus. Ich find's echt ein bisschen nasty. Ja, und wenn's nasty ist, dann macht's die Greta auch gerne. Die Greta scheint einen Fußfetisch zu haben. Spiele mit Geschmack. Also mit Fußgeschmack. In dieser Folge ging es schon viel zu viel um Füße. Nur bei RTL 2. Fußfetisch Island, Mann. Ja, und genauso fußig geht's weiter. Boah. Und dass die Kameras ständig zwischen die Beine filmen, stört auch niemanden und es wird einfach mit reingenommen. Ein Lapdance. Es versteht sich zu bewegen. Küssen, twerken und jetzt auch noch ausziehen. Brrr. Tausche ein Kleidungsstück deiner Wahl mit einem anderen Islander. Ich will mal Gretas Kleid. Okay. Und wir können uns denken, dass so ein Kleid von einem 55-Kilo-Mädel nicht wirklich auf einen 80-Zentimeter breiten Typen passt. Option. Kleid mit Beule. Wenn das mal kein Fashion-Trend wird. Na sexy. Die Frauen haben das Spiel gewonnen. Okay. Also, der Hauptgewinn bin ich. Ich komme. Aber diese Folge kommt noch keine Granate. Nur Emilia heult. Ja, das belastet mich einfach. What is love? Die einzige Single-Lady ist traurig, aber es kommt eine Granate, vielleicht morgen. Euer Voting-Ergebnis wird den Islandern zum Frühstück serviert. Oh mein Gott, guck mal. Und die Greta kommt endlich zu ihrem Genuss und kann Vollgas knutschen, bis ihre Zunge taub wird. Doch dann werden alle Sorgen weggeknutscht. Bei den schönsten Lippenbekenntnissen. Eventuell wird die Folge morgen erst am Nachmittag veröffentlicht, weil der Bachelor am Vormittag kommen wird. Aber trotzdem freut es mich, wenn ihr meinen Kanal hier oben abonniert, um das nächste Video nicht zu verpassen. Schaut hier oben sehr gerne in die allerletzte Folge von Love Island rein. Hier unten in die ganze Staffel vom Bachelor. Lasst mir sehr gerne Kommentare und Daumen da, um das Video zu bewerten. Und dann freue ich mich auf morgen und bis dahin alles Liebe. Ich gehe jetzt essen. Ciao, ciao. Kochen oder Kühlschrank? Das ist jetzt die Frage.